Nach diesen Worten des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, der sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis zu dem Ort, wo das Kind war. Dort blieb er stehen. Das ist natürlich eine Frage, ja, was ist das wirklich gewesen, denn's Mal, wo man sich schon lange stellt? Heute gibt es drei Möglichkeiten, wo man sich darum immer noch diskutiert und wo man vielleicht nie wird wissen. Also die sind einen Monat gelaufen und die Konjunktion hat nicht einen Monat her. Also die werden so etwas verheilt, bevor sie am Ziel angekommen sind. Kometen haben immer schon als Bote gedient für Sachen, die sozusagen von außen kommen. Weil sie plötzlich auftauchen, weil sie eine komische Form haben mit ihrem Schweif, anders als alles andere. Wenn man heute jetzt schauen würde, ob es ein Komet ist oder nicht, mit einem Teleskop kann man das natürlich herausfinden. Oder? Aber es ist auch heute noch so. Oder? Wir können heute einen Komet entdecken, der in einem Monat sehr schön hell wird. Wo wir vor einem Monat noch nicht gewusst haben, dass er kommt. Also diese Überraschungen gibt es in der Astronomie genauso wie vor 2000 Jahren. Was dort dagegen spricht, ist, wenn das so eine helle Supernova gewesen wäre am Himmel, dann hätten zum Beispiel die Chinesen das in ihren Akten auch gehabt. Die Chinesen hatten sehr gute Astronomen gehabt und die haben alles aufgeschrieben. Und da gibt es keinerlei Erwähnung von einer Supernova. Also das bleibt offen. Der Stern von Bethlehem bleibt offen. Meine Lieblingserklärung ist natürlich der Komet, weil ich selber mit Kometen mich beschäftige. Damit wünsche ich allen sehr schöne Weihnachten. Auch wenn wir vielleicht das Jahr kein Komet sehen, im Moment ist keiner angesagt, würde ich gleich allen damit eine ganz gute Weihnacht wünschen.